Lektion Nummer 30. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Wir können nicht zwei Welten sehen. Also wir können nicht eine Tasse sehen und Gott. Wir können nicht ein Tier sehen und Gott. Und wir können auch nicht einen Baum sehen und Gott. Entweder wir sehen Gott, was Licht ist, oder wir sehen das, was wir gemacht haben. Und warum können wir jetzt auch Gott in einem Baum sehen? Oder einem Tier oder einer Tasse? Weil Gott in unserem Geist ist. Wir sind nach wie vor eins in Gott. Und da wir alles umgedreht haben und das, was wir nicht liebten, nach außen projizierten, haben wir vergessen, was Gott ist. Jedoch, dir wurde Hilfe angeboten. Und die wird dir heute wieder gereicht. Der Gedanke für den heutigen Tag ist das Sprungbrett für die Schau. Von diesem Gedanken aus wird sich die Welt vor dir öffnen und du wirst sie betrachten und in ihr sehen, was du nie zuvor gesehen hast. Und ja, hier geht es wieder einen Schritt weiter. Wie kommt es eigentlich, dass du den Kurs in Wundern, dass du dich für den Kurs in Wundern interessierst? An irgendeinem Punkt deines Lebens hast du um Hilfe gebeten. Und zwar um eine Hilfe, die nichts mit dem zu tun hat, was du bisher an Hilfe gefordert hast. Du wolltest die Welt nicht mehr schön machen. Du selbst wolltest in der Welt dich nicht mehr verbessern oder optimieren oder neu designen. Du bist selbst an einen Punkt gekommen, wo du gewusst hast, das hier in der Welt funktioniert nicht. Und du hast um Hilfe gebeten, um wirkliche Hilfe. Wie gesagt, nicht um in diesem Traum noch besser zu werden, sondern dich aus diesem Traum zu befreien, aus deinen eigenen Projektionen zu erlösen. Und der Kurs in Wundern ist die Hilfe, nach der du gerufen hast. Und wenn du den Kurs in Wundern auf diese Art und Weise liest, studierst, dir anschaust oder diesen Podcast hörst, dann hat dies nochmal eine ganz andere Kraft. Dann, wenn du dies mit dem Hintergrund liest, wow, hey, da wird mir diese Hilfe angeboten, nach der ich gebeten habe. Viele von uns können sich daran erinnern, dass sie um Hilfe gebeten haben, und bei anderen ist dies unbewusst geschehen. Und für mich ist es total hilfreich. Hey, ich habe um Hilfe gebeten, ich habe wirklich um Hilfe gebeten und Jesus hat mir diese Hilfe gereicht. Und dadurch ist es mir möglich, sehr nahe mit Jesus zu sein. Hey, danke für diese Hilfe, die du mir heute wieder gibst. Danke für das, was ich heute wieder lernen darf. Danke für die Hilfestellung, die du mir gibst. Danke, dass du da bist und du mich in ein neues Lernen hineinführst, in eine neue Welt, die ich bisher ignorierte. Und ich habe die Welt, die wirkliche Welt, ja, in meiner Arroganz und Hochnäsigkeit und Besserwisserei ständig ignoriert. Ich wollte lange, lange Jahrzehnte einfach Recht haben mit meinen Ideen und
Egal, wie oft ich auf die Schnauze gefallen bin oder gegen die Wand gelaufen bin, ich wollte immer noch Recht haben mit meinen Ideen. Und ich kann dir heute sagen, du kannst wirklich dem, was hier steht, vollkommen vertrauen und dennoch in der Welt weiterhin da sein. Ja? Ich werde oft gefragt, zum Beispiel, hey, ja, was ist denn das, wenn ich diese Zeilen hier lese, dann was soll ich dann noch tun? Soll ich mich auch noch um meinen Körper kümmern oder dies oder jenes? Ja, natürlich. Kümmer dich um deinen Körper. Nimm doch die Medikamente, die dir der Arzt verschreibt. Mach doch das, was wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du zum Zahnarzt. Und wenn du Kopfschmerzen hast, dann nimmst du eine Tablette, wenn du magst. Oder wenn du irgendwelche anderen Schmerzen hast, dann nimm doch diese Medikamente, bleib vernünftig. Ja. Und wenn du irgendwo eine Allergie hast mit irgendeinem Essen, dann meidest du das Essen. Und wenn du merkst, hey, Fleisch tut mir nicht mehr gut, dann lässt du halt Fleisch weg. Und wenn du für dich bemerkst, ja, hey, Fleisch ist für mich weiterhin sehr, sehr cool, das heißt, es schmeckt mir gut, dann isst du halt weiterhin Fleisch. Es gibt keine Handlungsanweisungen im Kurs in Wundern für dich. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass du anderen keine Handlungsanweisungen gibst. Du langweilst sie. Du drückst sie in eine Ecke mit deiner Besserwisserei. Und hier im Kurs im Wundern dreht es sich nicht um Besserwisserei. Hey, ich weiß was, das tut dir gut und das nicht. Du solltest diese Operation machen und zu diesem Arzt gehen. Oder du solltest unbedingt dieses meiden und dieses beginnen. Darum dreht sich's nicht. Du kennst den Lebensplan des anderen nicht. Du kennst den Seelenplan des anderen nicht. Und dann bist du nicht hilfreich. Wir glauben oftmals, wir sind hilfreich, wenn wir anderen erzählen, hey, tu dies und das. Darum dreht sich's im Kurs nicht. Lass all das weg. Kümmer dich mal um dein Seelenheil. Kümmer dich mal um deinen Frieden. Folge du mal dem universellen Lehrplan und nicht mehr dem Plan des Ichleins, das ständig alles besser weiß. Aber natürlich, wenn jemand zu dir kommt und dich um irgendetwas fragt, dann kannst du ihm das, was du Stand heute weißt, mitteilen. Aber das, was du Stand heute weißt, kann sich morgen schon wieder verändern. Es ist nicht absolut und es ist nicht in Stein gemeißelt. Ja? Und wir sollten uns nicht hinterm Kurs in Wundern verstecken und nur noch diese Lehre zitieren. Ja, wenn jemand kommt, also es gibt wirklich solche abgedrehten Geschichten, da hat jemand unglaublich Schmerzen und du sagst, hey, die Schmerzen sind nicht real, das ist alles nur ein Traum. Ja, was für ein Mindfuck ist denn das? Da sind wir nicht hilfreich. Da lassen wir zu unseren, das ist eine weitere Ausbildung im Ego-Sein. Das Ichlein will sich größer machen. Das ist alles nur ein Traum, nimm es nicht so wichtig. Das ist doch keine Hilfe. Die Hilfe, die dir angeboten wird, möchte, dass du wahrlich hilfreich bist, indem du den Kurs praktizierst, indem du die Lektionen praktizierst, sodass du zur Schau der wahren Welt gelangst und nicht mehr die Unwahrheit wahrmachst, indem du anderen Leuten erzählst, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Heute versuchen wir eine neue Art der Projektion anzuwenden. Wir versuchen nicht, uns dessen, was wir nicht mögen, dadurch zu entledigen, dass wir es außen sehen. Stattdessen versuchen wir, das in der Welt zu sehen, was in unserem Geist ist.
und das, was wir sehen wollen, ist dort. Auf diese Weise versuchen wir, uns mit dem zu verbinden, was wir sehen, anstatt es getrennt von uns zu halten. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen der Schau und der Art, wie du jetzt siehst. Siehst du? Hier wird uns nochmal deutlich gesagt, und diese Verantwortung müssen wir schon übernehmen. Wir versuchen nicht mehr, unsere Projektion anzuwenden, um dessen, was wir nicht mögen, uns dadurch zu entledigen, dass wir es außen sehen. Also wir haben, hier wird ja deutlich gesagt, dass unsere Projektion, also Projektion etwas ist, das wir im Innern wahrnehmen, nicht fühlen wollen und deshalb es scheinbar lieber im Außen sehen wollen. Dann sehen wir eine Tasse, einen Baum, wir sehen die ungerechten Politiker, wir sehen die schlechten Eltern oder die guten Eltern, wir sehen die guten Politiker und wir sehen, alles was wir sehen, ist eine Projektion unseres Geistes. Es ist das, was wir in unserem Geist nicht fühlen wollen. Und wir glauben in unserem jugendlichen Leichtsinn oder kindlichen Leichtsinn, glauben wir, wenn wir es nach außen projizieren, müssen wir es nicht erleben. Aber durch was erlebst du denn dein Leid, deine Schmerzen, deine Sorgen? Durch deine eigenen Projektionen, die du natürlich wahrnehmen musst. Du musst deine Projektionen wahrnehmen. Wenn du in den Spiegel schaust, dann musst du dich sehen. Du siehst dein Gesicht und du siehst all das, was dir gefällt oder nicht gefällt. Heute Morgen gefällt es dir, morgen vielleicht nicht. Und die Welt ist ein perfekter Spiegel deines Geisteszustandes. Und genau das wollen wir heute verändern. Und ich wiederhole es noch einmal, dieses Verändern, das machst nicht du. Ah, welch ein Segen, hier können wir durchatmen. Ah, wow, ich muss es nicht mehr machen. Und warum? Du kannst es nicht. Wir können nichts verändern. Wir brauchen Hilfe. Und die Hilfe ist dir gegeben, wenn du die Lektion anwendest. Dann kann die Hilfe durch dich wirksam werden. Sie strömt durch dein ganzes, ich möchte mal sagen, System hindurch. Die Hilfe strömt in deinen Geist. Und du beginnst wahrhaft zu sehen. Du beginnst wahrhaft ein Gefühl dafür zu bekommen. Du kannst dir zum Beispiel, wenn du die Lektion heute anwendest, Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist, dann kannst du in die Erfahrung gelangen, dass dir Gott antwortet. Wenn du zum Beispiel eine Wand anschaust, die du bisher einfach nur als neutrale Wand gesehen hast, dann kannst du plötzlich in ein Gefühl dafür kommen, dass die Wand dir antwortet. Gott ist in dieser Wand, weil Gott in meinem Geist ist. Und das hat etwas ganz, das macht etwas, da kommst du zum ersten Mal in ein, wenn Gott dir durch die Wand antwortet, wenn das Licht durch die Wand antwortet. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Gott ist in dieser Tasse, weil Gott in meinem Geist ist. Wir drehen die Projektion um und wir wollen in eine neue Erfahrung gelangen. Und dann ist es natürlich nicht das Material der Tasse oder der Wand, sondern es ist das Licht. Entweder du fühlst, die Wand oder du fühlst das Licht. Und heute kann ein Tag für dich sein, in dem Gott
durch alles antwortet. Egal durch was. Durch dieses Handy, durch diesen Fernseher, durch die Mauer, durch das Haus und, manche mögen jetzt überrascht sein, auch durch den Partner und durch deine Kinder und durch deine Eltern und all diese Dinge. Gott kann dir heute in allem antworten und wenn du die Lektion antwortest und anwendest und viele Antworten Gottes erhältst, dann wirst du heute Abend sicherlich sehr berührt sein. Vielleicht siehst du jetzt gerade eine Wand, ich gehe mal davon aus. Wir können diese Übung ja mal zusammen machen. Gott ist in dieser Wand, weil Gott in meinem Geist ist. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und auf welche Art und Weise kann dir Gott antworten? Immer durch ausgedehnten Frieden. Und den kannst du sofort herstellen. Und heute benutzen wir die Welt, die wir gemacht haben, um in eine Gotteserfahrung zu gelangen. Und erwarte nichts davon. Sei mit einem offenen Geist dabei. Sei einfach im Anfängergeist. Versuche nichts zu beschleunigen, versuche nichts irgendwie, das muss jetzt aber so oder so funktionieren oder es muss dies oder jenes sein. Nee, komm einfach, sei einfach bereit, heute eine Gotteserfahrung zu machen. Genau jetzt. Weil Gott dir durch alles antworten kann. Gott antwortet dir durch die Tasse, durch die Wand und durch das Smartphone. Und durch alles, was du siehst, weil Gott in deinem Geist ist. Der heutige Leitgedanke sollte tagsüber so oft wie möglich angewandt werden. Wiederhole ihn, wann immer du einen oder ein paar Augenblicke Zeit hast, langsam für dich, während du dich umsiehst und zu begreifen versuchst, dass der Gedanke für alles gilt, was du jetzt siehst oder sehen könntest, wenn es innerhalb deines Blickfeldes läge. Wirkliche Schau ist nicht auf Vorstellungen wie nah und fern begrenzt. Um dir zu helfen, dich langsam an diesen Gedanken zu gewöhnen, versuche bei der Anwendung des heutigen Leitgedankens an Dinge zu denken, die du außerhalb deines gegenwärtigen Blickfeldes liegen, wie auch an solche, die du tatsächlich sehen kannst. Nicht nur ist die wirkliche Schau nicht durch Raum und Entfernung begrenzt, sie ist auch keineswegs auf körperliche Augen angewiesen. Der Geist ist ihre einzige Quelle, um dir zu helfen, dich auch an diesen Gedanken besser zu gewöhnen. Widme mehrere Übungszeiten der Anwendung des heutigen Leitgedankens mit geschlossenen Augen, wobei du jeden Gegenstand benutzt, der dir in den Sinn kommt und nach innen statt nach außen schaust. Der heutige Gedanke gilt für beide gleichermaßen.
Und dann kannst du mit geschlossenen Augen dasitzen und du kannst diesen Leitgedanken anwenden. Vielleicht fällt dir irgendetwas aus der Vergangenheit ein. Und du kannst das anwenden. Dir fällt irgendjemand ein, der dich um Hilfe gebeten hat, in einem Krankenhaus oder wo auch immer. Und du wendest die Lektion an. Du denkst an eine sorgenvolle Zukunft, du wendest die Lektion an. Du denkst an irgendetwas, du wendest die Lektion an. Und dann heilt dein Geist, dann heilt das, was bisher ungeheilt und was bisher mit einer seltsamen, doch sehr, sehr seltsamen geistigen Abwesenheit diese Welt gemacht hat. Du kommst in die Heilung und nur du, nur deine Heilung wird benötigt. Und dann hilfst du den Kranken und dann hilfst du denjenigen, die weinen. Dann hilfst du denjenigen, die leiden. Und dann hilfst du wirklich denjenigen, von denen du glaubst, dass sie in irgendeiner Form noch nicht wissen, was Gott ist. Lerne du heute, was Gott ist. Danke.